unterscheidet sich so das mittelhessische Publikum, was du jetzt hier findest, so vom Publikum im Norden, Süden, Osten, Westen? Das ist jetzt tatsächlich wirklich schwer zu vergleichen, weil hier ja ein Publikum hinkommt, was mich kennt inzwischen. Also wenn ich jetzt hier meine Premiere zum Beispiel mache, hier in der Kongresshalle, dann kommt ein Publikum, die kennen mich, die kennen die Bücher zum Kurs. Ehemalige Lehrer oder wer kommt ja, da? Genau, wenn es schlimm kommt, auch das eben auch sowas. Und ja, und es ist natürlich einerseits eine Erwartungshaltung, aber das Publikum kommt und hat und freut sich im besten Falle ein neues Buch oder so oder ein Auftritt von Dietrich Faber. Wenn ich jetzt nach Berlin oder München fahre oder so, dann ist es ja oft noch so, dass ich sozusagen nicht die Leute einfach hinkommen, vielleicht weil es Stammpublikum ist und weil sie die kennen mich auf jeden Fall nicht so gut wie in Mittelhessen. Und dann ist das hat das eine andere Energie. Und so ist es. Also ich mag das Publikum hier gerne. Der Mittelhesse ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, dass er erstmal total aus sich herausgeht, so als Temperament. Ich komme damit gut klar, ja, weil ich bin auch nicht so ein Typ, der gleich losschreit und johlt und jubelt und so. Und ich finde das eigentlich so eine schöne Mischung, auch von der Altersstruktur her. Aber es hat ja auch eine sehr spaßige Ebene, wo man auch sich als Hesse, Mittelhesse, Oberhesse, was auch immer, als Vogelsberger ertappt fühlt. Was sagen die Vogelsberger? Sagen dann, also Herr Faber hier, also so blöd sind wir auch nicht. Auf jeden Fall, was zu Recht moniert wird, ist der Dialekt, den ich nachmache, weil ich erstmal gibt es den gar nicht, den Vogelsberger Dialekt. Und dann ist, wenn kannst du Dialekt? Nein, ich kann sprechen. Es ist so ein bisschen verkopftes, antrainiertes. Oder das, was ich so höre, wo ich aufgewachsen bin, eine Mischung aus Gießen, Langgöns, Vogelsberg und so. Und das, gib mal eine Kostprobe. Was würdest du jetzt sagen? Die Halle sieht hier leer aus? Oder? Es gibt zum Beispiel die Figur Manni, der spricht, also der hat eher so dieses R. Ja, aber es gibt im Vogelsberg, sagen die Manni, auch die Leute hier, mir sprechen nicht so das R, sondern mir rolle das R. Und das sind schon so Feinheiten. Und dann gibt es auch, ich glaube, bei den Färbungen, der hören die Vogelsberger das, der... Das ist nur ein Schaumschläger mit seinem Dialekt. Für mich klingt es total authentisch. Ich glaube da. Also in Langgöns bist du geboren? Ja. Und du wohnst in Gießen? Ich bin in Gießen eigentlich geboren, aber in Langgöns aufgewachsen. Aber so. Das muss man schon korrekt bleiben. Und wo wohnst du jetzt in Gießen wiederum? Jetzt wohne ich in Gießen, ja. Also ich habe den Absprung sozusagen geschafft, die Metropole. War aber auch mal kurzzeitig in Marburg. Dunkles Kapitel. Nein, ich habe zum Studium mal 2 Semester in Marburg gewesen und bin dann mal ganz weit weg in die Metropole Erlangen. Und das war dann aber so anstrengend, dass ich dann sofort wieder zurück musste. Was hast du studiert? Ich habe erst Lehramt in Marburg versucht und dann, oder beziehungsweise probiert und dann eben festgestellt, dass ich das nicht werden möchte. Mhm. Und dann dachte ich, ich wollte was mit Theater machen und habe dann Theaterwissenschaften in Erlangen angefangen und dann aber wiederum festgestellt, dass ich eigentlich auf die Bühne will und gar nicht theoretisch über Theater so viel erfahren will. Und da ging das auch mit dem mit Faberhaft Gut, also dem Kabarett-Duo mit dem Martin Gut, was wir hier in der Region ja eben auch gestartet haben, schon los, sodass ich dann auch so hin und her gerissen war zwischen... hier eigentlich noch meine Wurzeln oder meine Leute zu haben, mit denen ich arbeite und trotzdem in einer neuen Stadt zu sein. Und das habe ich nicht so richtig hingekriegt. Und dann habe ich mich wirklich ganz bewusst entschieden, nach Gießen zurückzugehen und auch mit großer Überzeugung und tatsächlich, also und mag das auch. Also habe da jetzt nicht so, denke, oh Gott, jetzt bin ich wieder in Gießen gelandet. Das hatte ich dann gar nicht mehr. Hier aus der Region so ein kreativer Job gewachsen ist. Ja. Also du musstest dazu nicht jetzt irgendwie nach New York gehen, sondern das konntest du alles hier entwickeln. Ich glaube, ich hätte es in New York nicht entwickeln können. Also ich, das ist ja auch eine Typfrage. Ich brauche so eine Sicherheit und auch eine Ruhe. Also gerade auch, weil wir es vorhin drüber gesprochen hatten, in Vogelsberg fahren. Also wenn ich jetzt in Berlin wäre und hätte da ein kleines Büro oder würde da leben und wäre ständig auch in Auseinandersetzung mit diesem urbanen, hektischen, schnellen, lauten... Da hätte ich keinen Platz mehr für Fantasie, jetzt ein bisschen pathetisch jetzt mal gesagt. Oder auf jeden Fall kann ich es mir nicht vorstellen. Und da wir ja viel immer unterwegs waren, schon von recht früh auch mit Faberhaft Gut, hatte ich auch nicht das Gefühl, ich komme hier nicht raus oder so. Oder auch heute fahre ich ja ganz oft auch in Großstädte und eben von Norden nach Süden. Und wir sind hier in der Mitte und ich finde es dafür einfach perfekt. Gibt das hier Sicherheit, Boden, Halt und da wachsen bei mir die großen Ideen in Anführungsstrichen.